zum Cauldron Lake gelangen. Wake weiß jetzt, dass er alles beenden und alles retten kann. Doch erst muss er zum Cauldron Lake und in die Hütte, in der alles begann. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Alan Wake. Je nachdem, wie weit weg man ist, ändert sich die Textur. Darstellungsdistanz. Wobei das jetzt nicht schärfer wird, es ist bloß ein anderer Winkel, als würden wir uns jetzt drehen oder einfach die Position zum Beispiel im oder gegen den Uhrzeigersinn ändern. Der Berg lebt. Er ruft nicht, er lebt. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Gut, dann werden wir gleich mal wieder ins Auto steigen. Ich laufe den ganzen Weg mit Sicherheit nicht. Bright Falls, wenn man das mal übersetzt. Brightness, die Helligkeit. Steht denn da in this law? Ist das ein Gürtel? Buckel ab. It's the law. Das ist das Gesetz. Was steht vorne auf dem Nummernschild? Auch so ein Berg, so eine Welle. Es wirkt erstmal wie ein Gebirge, wie eine Welle. Nicht unsicher ist sicher. So ein langer gerader Weg, hier passiert auch was. Können wir den Wagen wechseln? Oh, ein roter Wagen. Goal. Wie einfach will die Wagen wechseln? Ich guck mal kurz, ob hier noch was ist. Aha. Und Dosen. Wie viele Lämpchen wir haben, sehen wir gerade gar nicht, weil wir die gerade nicht brauchen bei Tag. Aber offenbar hatten wir nicht mehr die 20. Saubere Räume. Oh. Kabelloses Internet. Man kann sogar seine Wäsche waschen. Kabelfernsehen. Und eine Küchennette. In jedem Raum. Telefonnummer 555. Nicht Nase, sondern 8923. The Majestic Motel. Just down the road. Come on in. Energizer wieder. Verizon ist doch so ein... wie die Telekom, bloß in Amerika ein Mobilfunkanbieter, ne? Der klingt aber cooler. Was steht da noch drauf? Das ist aber nicht der Duracell-Hase. Licht können wir verstärken, aber es gibt keine Batterie oben links. Keine Bremsspuren, okay. Was stand da? Lightning oder? Logging Area Head. Login. Die armen Bäume, aber. KBFFM. KBFFM. The Voice of Bright Falls. Aber man braucht auch Holz, um schöne Sachen zu machen.
So ist es ja nicht. Solange man die auch wieder... Solange man auch wieder aufforstet. Holz, was Schönes. Oh oh, ein dunkler Tunnel. Was ist denn da drin los? Ah! Moment. Wird das jetzt wieder unscharf? Ja. Darstellungsdistanz, genau hier. Bei Kingdom Come Deliverance bekommt man das auch mit, wie das dann... Gut, da gibt es weniger Schrift, aber... Da merkt man das zum Beispiel auch. Die Darstellungsdistanz, auch wenn etwas... Wenn es auch etwas anders umgesetzt wird, aber hier ist es halt ein Übergang von unscharf zu scharf. Nicht irgendwie Zwischenstufen mit, je näher wir kommen, umso schärfer wird's, nein. Batz, Moment, was ist hier drin? Das ist nur eine Scheune. Hier gibt's doch bestimmt überall noch Manuskriptseiten. Da ist eine Thermosflasche. Jetzt muss ich auch nochmal hoch zum Baumstamm-Abbaugerät oder Transportiergerät. Allein schon für die Möglichkeit einer Manuskriptseite, denn die sind sehr wertvoll, wie ich finde. Die haben auch noch einen richtigen Mehrwert, wie ich finde. Upsa. Au. Ist hier eine Leitplanke? Nee, aber... Aua. Es ist zwar geländegängig, aber nicht so sehr. Oh Gott. Oh nein, der Kühler... Ah, Autofest... Nein. Depp. Der Kühlergrill ist auch schon ab. Oh, es wird dunkel, oder? Wird es gerade wirklich dunkler? Oh. Ich glaube, es wird dunkler. Okay, ich gucke nochmal kurz, ob da was ist. Ansonsten Gas geben. Ich habe das Gefühl, dass es hier dunkler geworden ist. Oder bilde ich mir das gerade bloß ein? Bevor ich aussteige, liegt hier irgendwas rum auf der Ladefläche oder so? Nö, die ist eh zu, die ist überdacht. Kein Kühlergrill. Kein Kuhfänger, sagen wir so. Boah, was ist hier los? Zwingt das Spiel einen auszusteigen. Das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegenwart immer näher. Toll. Können wir doch das umparken? Nee, das eine qualmt, das andere will nicht. Müssen wir jetzt hier ernsthaft weiterlaufen? Ja. Boah, wie laut das wieder. Und dunkel. Ich werde ihre Frau töten. Ah, boah, bei einem Schuss. Also schon, aber nicht direkt. Gerade noch dran vorbei. Hör auf! Sag mal. Hör auf. Au, alle, Mist. Noch 2, 3. Oh Mann. Eine Manuskriptseite. Das Dunkel will Wake aufhalten. Vielleicht will es ja auch nur und will nicht. Das Dunkel versuchte nicht mehr, den Schriftsteller zu fangen, damit er das ersehnte Ende verfasste. Der Schreiber wusste zu viel. Er war zu stark und trug eine Waffe, die Thomas Zane hinterlassen hatte und die das Dunkel verletzen konnte. Jetzt tat es alles, um den Schreiber davon abzuhalten, Cauldron Lake zu erreichen und damit seinen finsteren Ursprungsort. Jetzt wird es ein Kampf, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Schnell einsteigen.
Mit Glasdach. Eine Familienkutsche mit Glasdach. Eine sehr wabbelige. Boah. Oh, ein rotes Auto. Noch ein Auto. Aber mit offener Motorhaube, das ist nicht so gut. Ich soll gucken, wo ich hinfahre, ansonsten fahren wir wieder jemanden zusammen wie zu Beginn des Spiels. Wobei, da war ich das nicht. Hier ist Sackgasse, oder? Dann muss ich die hier umbringen. Nee, doch. Kommt die aber unendlich nach? Könnte sein, hä? So, hier gibt's Küchennetten. Küchennette. Oh, hier könnten wir springen. Müssen wir letztendlich auch. Wenn wir nicht zu Fuß weiterlatschen wollen. Aber hier gibt's Ausrüstung. Ist das das Majestic? Hat jemand Müll aufs Auto geworfen, das gar keine Motorhaube mehr hat und herumploppt. Springt. Hobbelt. Hüpft. Wenn es hier mal keine Manuskriptseite gibt. Oder Thermosflasche. Wann ist das hell? Sind das Kaugummis da rechts? Ah, hier diese Yummies, die wir schon mal gesehen haben. Das war, glaube ich, bei dem Fest, ne? Bei dem Hirschfest. Als wir mit Sarah unterwegs waren. Untersuchen? Wie? Was? Das Buch. Der Unterschrift im Motelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt, in Zimmer Nummer 2. Oh, da könnte es interessant werden. Mal gucken, was wir da finden. Zum Glück sind wir nicht einfach weitergefahren, aber wer macht das schon, wenn er da selbst so eine Fackelkiste draußen dran sieht? Ich nehme die jetzt mal mit, bevor ich die vergesse, falls wir rausrennen müssen am Ende und die nicht mehr einsammeln können und ich nicht mehr dran denke. Können wir mal ganz kurz die Taschenlampe ausmachen? Das ist hier drin etwas übertrieben. Das Klo. Was ist denn jetzt schon wieder an der Wand? Okay. Das... soll ich jetzt Deutsch vorlesen? Das Majestic Motel. Allgemeine Information. Bei allen Reservierungen fällt eine rückzahlbare Kaution von $100 an. Wir akzeptieren alle führenden Kredit- und EC-Karten, keine Schecks. Die Zimmer sind bei der Abreise bis 10 Uhr zu verlassen. Keine laute Musik, keine Haustiere. Ein Fahrzeug pro Wohneinheit, hauseigene Anlagen, also Punkt. Ein Fahrzeug pro Wohneinheit. Hauseigene Anlagen sind nur den Gästen vorbehalten. Keine Besucher nach 21 Uhr. Keine Ausnahmen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Majestic. Beachten Sie auch unsere Rabatte für Senioren und Veteranen. Veteranen. Okay. Das ist hier das Treppenhaus. Ja. Ne, die Zimmer sind draußen. Thermosflasche ist hier hinter der Tür. Jede Zimmertür hat eine Außentür. Hallo. Das kann man ja gar nicht lesen. Ist doch ein T, oder? Keine Zahl. Fang erstmal links an. Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Er hat sich's gut gehen lassen. Mit einer Tüte Big Stuffer und einem Buch über... Ah, der Kranke. Dieser Arzt. Neben dem Bett Revolvermunition. Oh, der Barry ist da zu sehen. Unter der Munition. Pat Main. Das hier unten ist doch der Visa Randolph, der Vermieter vom Campingplatz, ne? Bei Rose.
Finde ich halt auch teilweise immer schlimm in Spielen, wenn man sich Sachen nicht so genau angucken kann. Höchstens mit Kamera irgendwie komisch drehen und dann vielleicht noch nah an den Bildschirm rangehen, weil die Bilder so verpixelt sind. Sehe ich von der Seite noch was? Ne, ich gehe jetzt einfach mal drauf. Sehe ich da noch mehr? Die Rose, die Alice. Der Arzt, der uns bei Sarah verarztet hat. Okay, sonst nichts weiter. Nun gut. Achten Sie auf sich und Ihre Kollegen! Ich hätte es geglaubt. Ah! Und in die Hauswand. Das bezahlst du aber. Wie spät haben wir es gerade? Wenn es nach 21 Uhr ist, darf er hier nicht rein. Hihihi. Der hält sich auch dran. Guten Tag. Achso, was ist da drin? So hell ist es jetzt verschwunden. Okay, hätte ich mal eher machen sollen. Spart Munition. Wobei die Musik ist noch da, jetzt nicht mehr. So. Komm hier noch rein? Nö. Aua, aua, aua. Nicht, dass ich Angst vor ihm hätte, aber ich will halt jetzt nicht Munition verballern, wenn ich weiß, es geht auch anders zu lösen. Es könnte halt immer eine Situation kommen, die dicke Taschenlampe haben wir behalten. Okay, ich glaube, der kommt ja immer. Die dicke Taschenlampe haben wir behalten, also. Die haben wir nicht eingetauscht. Okay, ich lock den nochmal etwas weiter hinten. Ich will den jetzt nicht umhauen. Jetzt ins Auto. Das dauert nämlich etwas. Boah, nicht kaputt machen. Boah, das bezahlst du den gerade schon. Mit deinem dunklen Leben. Da hinten noch was zum Einsammeln ist. Ich guck mal kurz im Vorbeifahren. Ich war, glaube ich, noch gar nicht in der hinteren Tür, ne? Das Auto hat jetzt eine Scheinwerferbatterie. Man könnte auch einfach drum herumfahren, das ist ja langweilig. Ich bleib bei der Familienkutsche. Auch wenn hier vorne wieder so ein Schlitten steht. Ne, ich lasse den gleich so stehen und dann fahren wir rückwärts und über die Schanze. Aber ich war noch nicht ganz hinten. Mal noch über ein Fenster rein. Glaube ich jetzt eher weniger, aber vielleicht liegt hinten auch was. Eine Flasche. Ne, hier ist offenbar nichts. Aber ich will mir nicht sagen lassen, oh, guck doch mal genauer drumherum. Der ein oder andere sagt vielleicht, oh, guck nicht so viel drumherum. Geh weiter. Aber letztendlich kann man es eh nie allen recht machen, insofern. Habe ich eh schon verloren. Wenn ich gucken will, dann gucke ich. Denn wenn das Video hier raus ist, könnt ihr es eh nicht mehr ändern. Ha! So, vier Bums. Schwung für vier Flug. Boah, spektakulärer Flug. Und die Landung. Im Zweifelsfall erst nach rechts, aber aus der Richtung kommen wir ja. Also wir müssen nach links weiter.
Aber ich guck nur, ob hier noch was ist. Steckt hier irgendwo eine Seite auf so einem Auto, auf so einem Träger? Da ist wieder Licht, das weist uns den Weg. Können wir auch so einen Lieferwagen nehmen? Nee, so ein LKW, der hat keine Innenbeleuchtung an. Da liegt nix, da liegt nix. Auf der Kiste was? Nee, hier komme ich wieder böse Buben an. Ich fahre jetzt nicht den Hang runter, ich nehme die Straße. Oh. So, kommt her, ihr bösen Buben. Die Musik oder das Spiel ist gerade wieder so leise, dann drehe ich den Kopfhörer wieder auf, bis was Böses kommt. Der Poltergeist ist wieder unterwegs. Hier ist wieder Ende Gelände, okay. Kommt jetzt unendlich nach. Wieder direkt vorm Abdrehen entschwindet das Dunkle bei denen. Okay, da hat's noch das Dunkle. Ich hätte einfach der Taste drücken in der Hoffnung, es gibt eine Handbremse, aber es passiert nichts. Handbremsenmäßiges. Im Licht ist ja eh wieder zick. Wenn ich keine Lust habe, hier hinzulaufen, guck ich mal mit dem Auto. Hier hinten noch was ist. Wieso ist denn hier so viel Platz zum Herumfahren oder Laufen? Aua. Da sieh mal einer an. Hab ich jetzt was zum Einsammeln übersehen oder warum konnte man dahin mit Gegnern? Fragen über Fragen. Und die sind jetzt despawned oder wie? Kommen die nochmal wieder? Falls wir nochmal ins Auto müssen, parke ich das so, dass wir schnell wegfahren könnten. Ach, sieh mal einen an. Ich könnte zwar ins Licht gehen, aber jetzt mache ich die platt. Auch die Batterie lädt sich wieder auf, okay. Und das ist noch jemand. Schön abgeräumt. So, Matschi-Matsch. Handbremse gibt's ja nicht, Mann. Wie, keine Munition zum Einsammeln hier? Fackel. Und eine Kiste mit Schläuchen drin. Ne, mit Kochern, oder? Gaskocher? Ölflaschen. Immer genügend Öl im Kofferraum haben, könnte ja mal schief gehen. Was leuchtet denn da so? Oh oh, es fliegt gleich. Reifen verloren. Wolfgang. Habe ich aber auch nur von GameTube. Was ist denn das da hinten? Ein Baum oder wie? Ach, das ist jetzt ein Autoscheinwerfer, der noch wird leuchtet, aber da hinten. Das ist wieder so laut. Also erst als ich bei GameTube geguckt und das gehört habe mit dem Wolfgang, Reifen verloren, habe ich mir das mal angeguckt, was das Ganze bedeuten hat. Aua, aua. Ja genau, flieg runter. Na komm, jawoll. Schönes Stück. Haben sie doch auch geflattert? Haut das jetzt von unten gegen die Brücke? So ein Hirschfestwagen, sieht aus wie ein Tier. So was wirbelt hier noch herum. Oh, hier ist er. Oh, oh, oh. Stimmt, da hat sich ja was erhoben. Apropos erhoben. Tschüss.
Nicht, dass da noch Strom drauf geht. Aufgepasst, jetzt fliegen wir gleich mit runter. Oh, da ist eine Kante, was das wirklich auch festhält. Okay, ich lasse es. Es geht schief. Aua. Das Auto? Oh, gut. Unter der Ecke. An der Ecke hängen geblieben. Hey, du da. Sollte wie ein Tier, wiegen. Wiegen? Was? Wirken. Nein, ich wechsle niemals die Taschenlampe oder die Batterie. Braucht das Kleinzeug und normal Licht, dann geht's schon kaputt. Sollte wie ein Tier wirken. War das so ein Baumerntegerät? Baumstamm umgreif und dann Maschine send's ab. Und natürlich muss das Ding gegen uns kämpfen. Bums. Boah. Bist du böse? Ach nö, das ist jetzt zu. Ich könnte eine Leuchtfackel verwenden, aber... ist ja Kinderkram. Ey, hör auf! Nein, ich wechsle keine Batterien. Geht auch recht schnell wieder hoch. Das war sowas von dunkel und dann dieses, ich freue mich auch, oh, ist das das Auto aus, das Ding hatten wir da hinten schon gesehen, aber ist es das Auto aus Spielbeginn? Aus dem Spielbeginn? Vom Spielbeginn? Wenn wir eine Batterie wechseln, hat die auch nicht volle Kraft wieder. Vorne ganz. Vorne ist schon wieder hell, da ist bestimmt was zum Einsammeln. Nehmen wir doch so einen Schlitten. Ach, da brennt's. Guten Tag. Wer schmeißt, wird umgefahren. Und wer blöd ist, wird auch umgefahren. Oh, hab hinten was vergessen. Hä? War da was? Oh. Tut mir herzlich nicht leid. Ja, der Wagen kommt schon schwer aus dem Tritt. Liegt womöglich besser oder etwas flacher auf der Straße, weil das Ding auch flach ist. Ey! Gib mich so schnell um. Nein! Nein! Ich glaube, hier gibt es nichts zum Einsammeln. Der Wagen braucht sehr lange zum Zurücksetzen. Und fürs Gelände ist der alles andere als gut. Oh, ein Mitauto. Oh, ein Pickup. Verfolgungsjagd. Oh, auch das ist besessen. Das können wir ausleuchten. Wenn wir erstmal hinleuchten können. Wir fahren noch bergab. Nutzt uns jemand den Weg ins Verderben? Geht ja gar nicht kaputt, ne? Ich habe kein Gefühl für, das Ding kriegt jetzt Schaden. Könnte uns kaputt rammen? Womöglich ja. Jetzt nicht mehr. Boah, schon wieder so extrem dunkel zwischendurch. Wenn so ein großes Fahrzeug
Oder wenn generell ein Fahrzeug gerade verschwindet. Der Wagen qualmt schon. Oder ist es nur der Dunst? Nee, der Wagen qualmt. Wir haben noch nicht erlebt, dass ein Auto gar nicht mehr fährt, weil es so kaputt ist. Weh, du haust jetzt. Soll ich erst nochmal hier weiter oder erst ins Licht gehen? Letztendlich bestimmt erstmal ins Licht gehen, aber gucken, ob hier irgendwas ist. Okay, da geht's nicht hoch. Gut, dann fahren wir ins Licht rein in die Scheune. Schöner roter Scheinwerfer, das Rückleuchten hat der Wagen. Da dürfen wir nicht rein, schade. Genau, jetzt muss jemand ankommen. Super. Ah, da ist so ein Auto, was wir gerade als Gegner hatten. Munition ist hier nicht noch, oder? Mit Polizeiresirene. Das Ding ist auf jeden Fall geländegängiger und besser in dem Fall. Da hat der was geworfen, aber... Erstickt ein brennendes Auto auf der Ladefläche. Ich fahre einfach weiter. Im Grunde sollen wir bloß zum Cauldron Lake gelangen und hier ist, glaube ich, nichts zum Einsammeln. Das soll, glaube ich, bloß Tempo vermitteln mit hier, mach schnell, du, gib Gas, böse Leute. Komm schnell an. Brücke wackelt. Oh oh. Ich dachte, das Ding rollt weit auf uns zu. Könnte Endstation fürs Auto sein. Ja, oder? Ja. Ja. Oh Mann. Kann er sich bitte noch überfahren lassen? Oder war das bloß Öl? Ich glaube, das war bloß Öl. Damit man da reinlatscht, wenn man da vorbei will. Mach's lieber mal weg, ehe wir hier gleich kämpfen müssen und dann da reinlatschen können. Macht ja auch Aua. Am Ende passiert hier gar nichts, aber lieber gut vorbereitet sein, als durchrennen und sterben. Hier ist eine Explodierflasche. Gasbehälter. War hier ein Ländchen noch irgendwo? Nee. Komm näher ran. Mann! Oh, das coole Klicken ist wieder da, wie im Wald. Dieses Kling, Kling, Kling. Oh, da war noch ein Fleck. Mist, so wenig drauf gegangen. Okay, das war zu viel. Nein, oh Mann. Das ist nicht dein Ernstspiel. Liegt noch was? Nee, es muss das nochmal ein Schild. Moderne Campingausrüstung.
Nein. Oh. Nein, nicht nur ein Schlag, das war's nicht. Boah, Schweinkopf, es war ein Schlag und wir wären weg gewesen. Jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr, das Zeug wegzumachen, weil ich das Spiel nicht merkt. Weil sich das Spiel das nicht merkt, so. Ich hab erst geschossen, Finger weg. Okay, das war's wieder. Soll ich vielleicht auch eine Granate sofort einsetzen? Aber er liegt Zeug rum, erstmal das nutzen. Und trotzdem, auch wenn ich hier so munitionsspannend bin, ich hätte trotzdem gerne auf Albtraum sofort gespielt. Ist da hinten großes Licht ganz am Ende des Tunnels? Ja, da gehe ich jetzt hin. Nicht nix. Guten Tag. Wenigstens mal eine Fackel in die Hand nehmen, falls die zu nah sind, zu viele. Oh Gott, hier ist aber viel los. Habt Spaß mit euren, mit den schönen Sachen. Oh, hier, das muss ich mitnehmen. Uns tut es ja nicht weh, wenn das hier herumfloinkt. Oh komm, jetzt nicht absterben. Moment, erstens Licht gehen. So. Der Grund des Cauldron Lake war ein Friedhof voller Dinge, die der See im Laufe der Zeit gefordert hatte. Das Dunkel beförderte sie in seinem Kielwasser mit hinauf, verteilte den verrotteten Rumpf eines alten Bootes hier und die Reste eines Flugwracks dort. Bäume wurden vor den Einschlägen zerfetzt. Die Erde stöhnte. Das fiel ihm gar nicht auf. Nein, die armen Bäume. Sind wir sogar mit mehr Munition aus dem Tunnel rausgekommen. Moment, ist da jetzt erst angegangen. Es war vorher komplett aus. Nicht bloß leicht beleuchtet, sondern komplett aus, oder? Ja. Hat bestimmt einen Bewegungssensor. Die Werbebande. Hier werden Güter verladen, könnte man mal. Güter verladen, könnte man meinen, aber das ist ein Schrottplatz. Absperrung. Ob da irgendwas liegt? Ich meine, wir müssen jetzt eh da hoch. Diese Kulisse wird nicht umsonst so beleuchtet und auffällig sein. Die Straße endet doch hier. Aber da ist noch eine Manuskriptseite am Autochen. Mal wieder ist ein Tunnel verschüttet, der uns nach außen bringen könnte. Außerhalb der Spielwelt. Ich gedenke da nur an Far Cry. New Dawn zum Beispiel. Können wir eigentlich auch hupen? Nein. H ist zumindest nicht Hupe. H wie Hupe oder Horn. So, hier parken, damit wir auch wieder wunderschön schnell rauskommen. Hier oben ist nichts Besonderes, wie es mir scheint. Moment, wir können hier hochfahren. Hier ist eh ein Zaun, hier kommen wir nicht komplett vorbei. Ich fahre da jetzt eh hoch. Ich habe da einen Weg zum Hochfahren entdeckt. Da gebe ich mir nichts, außer eine kaputte Ladefläche. Naja, ich mache erstmal eine Pause und mal gucken, ob wir in der nächsten Folge beim Cauldron Lake ankommen. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.